zum dritten Mal. Ich hoffe, endlich klappt das jetzt. Ich habe es einmal aufgenommen und dann wusste ich nicht, ob meine Kamera gerade filmt oder nicht. Deswegen habe ich aufgestanden und geguckt und ich habe ja keine Lust, meine Videos zu schneiden. So, ja, und beim zweiten Mal hat meine Kamera gar nicht gefilmt. So, okay, fange ich jetzt mal an. Ich habe ein Alltagshelden-Video für euch. Das heißt, ich zeige euch jetzt meine Lieblingsprodukte, eigentlich, die ich im Alltag verwende. Also so entweder jeden oder jeden zweiten Tag ungefähr. Ja. Ich fange mal wieder mit den Sachen an, die ich unter der Dusche benutze. Das hier einmal, das Balea Professional More Blonde Shampoo, das so aussieht. Und glaube ich, kostet an die 3, 4 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ist ohne Silikone und soll eigentlich halt blondes Haar heller machen. Da ich halt so komisch blonde Ansätze habe, noch von dem Kupfer, von der Kupferhaarfarbe, die ich hatte. Ja, jetzt habe ich schon wieder meinen Faden verloren. Sorry, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nur noch, also ich habe die Ansätze jetzt einfach. Die waren viel dunkler durch das Kupfer, weil es, also es hat zwar nicht ganz geklappt, wie ich das wollte mit den Kupferfarben. Also es war schon noch ziemlich hell. Und dann habe ich das eben mit dem Shampoo heller bekommen, also auf die Farbe ungefähr. Noch ein bisschen dunkler war das. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache lila drüber, um dann danach so weiß-gräuliche Haare zu haben. Hat aber an den Ansätzen gar nicht geklappt. Also benutze ich jetzt noch immer noch das Shampoo. Und dazu verwende ich dann eigentlich noch ein Aufhellungsspray, aber das kommt später. So, das zweite Produkt, das ich liebe das Zeug, ist das Snow Fairy Duschgel von Lush. Sieht so aus, hat unten so ein bisschen Glitzer, aber es kommt nicht auf die Haut. So ungefähr. Also es kommt gar nicht, irgendwie, keine Ahnung, es ist einfach nur am Boden dran. Keine Ahnung wozu. Auf jeden Fall, es riecht super, super gut, aber wahrscheinlich bloß für die Leute, die halt auf so künstliche Düfte stehen. Es soll nach Kaugummi und Bonbons, glaube ich, war das riechen. Und es riecht einfach, ne, Zuckerwatte und Kaugummi, genau. Es riecht einfach so genial. Ich liebe diesen Duft. Und es hält auch echt lange, also wie so ziemlich alle Lush-Produkte halten die ziemlich lange, wenn man auch so mit ihnen umgeht, so, wenn man die so nicht zu viel benutzt und so, dann halten die echt. Ach ja, riecht einfach zu empfehlen. Aber ich weiß leider nicht, wie viel es kostet. Das hat mir meine Mama einfach mal so mitgebracht gehabt. Gut. Dann Hautpflege unter der Dusche. Huch, 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 fällt alles um. Normalerweise benutze ich ja die Bourjois-Produkte, also das Cleansing-Gel und Peeling. Und ich liebe Bourjois ja abgöttisch. Ich habe jetzt noch keine, so Make-up-Zeug habe ich noch nicht, aber halt die Pflegeprodukte sind einfach genial. Da man sieht, beides neigt sich langsam dem Ende, was ich sehr, sehr traurig finde. Und ich kann es noch nicht nachkaufen. Ja, benutze ich jetzt. Habe ich mir gedacht, also so als Cleansing Gel von Clairasil, das Daily Clear Refreshing Waschgel einfach. Das rötliche, also rosane, mit den Himbeer- und Cranberry-Extrakten. Ja, es riecht ganz gut. Ich hatte ein Video gesehen, da meinte eine, das würde total voll geil riechen. Finde ich jetzt nicht so krass geil. Also, es riecht wirklich gut, aber jetzt nicht so. Ich habe mir das, vielleicht hat sie es zu sehr gehypt, so gesagt, dass ich gedacht habe, boah, das muss geil sein. Da habe ich es gerochen, da fand ich es gar nicht so geil. Wie gut das jetzt pflegt, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so einschätzen. Ist halt ein Cleansing-Gel. Also, ich weiß auf jeden Fall, das von Bourjois, das ist wirklich perfekt zum Make-up entfernen unter der Dusche und es ist danach auch alles weg. Davon, es ist ja jetzt nicht so zum Make-up entfernen, aber ja, ich brauche irgendwas. So, dann habe ich. Das habe ich dann geschenkt bekommen. Das AOC Peeling. AOC heißt das so? Ja, schätze ich mal. Das First Beauty
How to find this peeling. Mit klären, was mit klärender Minze und Joghurtextrakt. Reduziert Pickel und Mitesser, verfeinert das Hautbild. Was ich, es riecht wirklich sehr angenehm. Ich hatte schon mal irgendwas, irgendein Gel oder sowas, Waschgel davon. Ich finde den Geruch wirklich sehr angenehm. Was mich daran etwas stört, ist, dass diese Peeling-Partikel sehr grob sind. Also so, es sind viel zu viele und sehr grobe drin. Also es ist ein bisschen unangenehm auf der Haut, aber ich glaube, es reinigt die Haut dann auch ganz gut. Also wenn man nicht zu sehr aufdrückt, dann geht das wirklich. Also das würde ich sogar empfehlen. Doch. Also vor allem der Geruch, der gefällt mir total, ich weiß nicht. So, dann war es das jetzt schon davon. Dann komme ich zu meinen anderen Haarprodukten, die ich verwende. Muss ich gucken. Huch, sorry. Das hört man jetzt alles voll. Tut mir leid. So, nach dem Duschen verwende ich bis jetzt, habe ich das immer verwendet, von Gatsby das Strandnixe Sonnenküster Look Aufhängspray. Sieht so aus, sind 125ml drin. Es riecht schrecklich. Ich muss nochmal dran riechen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Ja, es ist richtig, es ist so ein beißender Geruch, aber es ist ja sehr verständlich, weil es soll ja die Haare aufhellen. Das benutze ich dann meistens. Also ich versuche nicht, also ich wasche ja jeden zweiten Tag meine Haare. Ich versuche es nicht immer jeden zweiten Tag dann zu verwenden, weil es ja echt schädigend ist. Aber ich will meine Ansätze jetzt endlich hell bekommen. Also ich bin wirklich schon kurz davor zu sagen, ich lasse sie wahrscheinlich dann färben. Ja, obwohl ich da nicht so Lust drauf habe, dafür Geld auszugeben, weil, naja. Oder ich kaufe mir nochmal von Balea ein Aufhellungsspray. Ja, also das hier hat gleich 5 Euro, zwischen 5 und 8 Euro gekostet. Kann ich nicht einschätzen. Dafür, naja, also es hat meine Haare, als ich diesen Kupferton an den Ansätzen hatte, wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut aufgehellt. Dafür kann ich das wirklich empfehlen. Es ist schon leer. Ja. Naja, also ich denke mal, das ist schon ganz gut. So, da ich meine Haare ja nur jeden zweiten Tag wasche, benutze ich dann immer an dem zweiten Tag das Balea Trended Up Stay On Trockenshampoo natürlich. So sieht das aus. Das hat jetzt leider einen neuen Duft. Ich fand den alten wirklich viel, viel besser. Ja, an sich, also ich finde es wirklich sehr gut. Für helle Haare vor allem perfekt. Was kann man sonst zu einem Trockenshampoo sagen? Es hält auch ziemlich lange. Das Einzige, was mich an Trockenshampoos allgemein stört, dass sich die Haare dann so ganz komisch anfühlen. So richtig ekelhaft. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Ja, das hat, glaube ich, 3 Euro. Hat es 2,95 gekostet? Nee. Also ich glaube, höchstens 5 Euro kostet das auf jeden Fall. Das ist nicht so teuer. Gut. Was ich dann noch benutze, wie viel Balea-Zeug habe ich denn? Ja, ich benutze dann noch von Balea Professional Oil Repair Haaröl. Das kostet, soweit ich weiß, 3 Euro. Ich habe gelesen, das soll sehr viele Silikone enthalten, aber ich finde, mich stört das jetzt nicht. Ich finde, das ist eigentlich echt ganz gut. Dafür, was meine Haare alles mitgemacht haben, ich schwöre es euch, die Spitzen finden sich an manchen Tagen so richtig, richtig geil weich an. Also bei mir ist es immer so, dass ich mit nassen Haaren ins Bett gehe, was natürlich jetzt auch nicht sehr gut ist für die Haare. Aber wenn ich dann mal nicht mit nassen Haaren ins Bett gehe, sind meine Spitzen wirklich... Ich weiß nicht, ob es nur an dem Öl liegt oder an was anderem, aber die sind so perfekt. Also okay, man müsste sie trotzdem schneiden, aber die sind wirklich gut. Ja, dann benutze ich noch gerne, also das heißt nicht für die Haare, also es ist jetzt so vorbei Haare, ne? Ein Deo-Stick von Lady, also ein Lady-Speed-Stick. Sieht so aus. Den habe ich bis jetzt bloß, also genauso wie Bourjois, habe ich bis jetzt bloß in, also Prag, Tschechien mäßig und Polen gesehen. Ich finde die wirklich, die riechen, also viele davon riechen echt gut
Und ich benutze die einfach so oft immer, jedes Mal, wenn wir die irgendwo sehen, kaufen wir die sofort und dann nicht nur zwei oder drei Stück. Ich glaube, das letzte Mal, als wir in Polen waren, haben wir davon sechs gekauft oder mehr. Also wir haben jetzt wirklich einen Vorrat und wir kochen uns jedes Mal neue. Also bis jetzt der beste Deo-Stick, den ich jemals hatte, allgemein das beste Deo. Also das ein negativer Punkt ist da jedoch doch. Denn erst eben weiß, wie so ein Deo-Sticker ist, ne? Und das färbt auch sehr schnell auf Klamotten ab. Bla bla bla. So, dann kommen wir. So. Genau. Dann weiß ich, wovon ich jetzt wirklich ein Riesenfan bin. Also nicht Fan, aber ich liebe das Ding einfach. Die Catrice Camouflage Cream. Cream. Sieht so aus, kennt meistens eigentlich eh schon alle. Ich habe die in 010 Ivory. Die kostet einfach mal 2,95. Ich habe die. Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange ich die habe. Ewigkeiten. Schaut euch das mal bitte an. Es ist immer noch richtig viel drin. Und ich finde, für 3 Euro, es ist mehr als ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist einfach nur geil. Also, Leute, da kann man echt nichts falsch machen. Vor allem, wenn man dann noch zu geizig ist, um irgendwie teure Produkte zu kaufen, wie von Benefit oder MAC, was ich dann meistens auch bin. Also, das braucht man auch eigentlich gar nicht. Ich finde, die deckt wirklich gut. Und was will man für 3 Euro erwarten? Also, es ist einfach. Ah, ich liebe das Zeug. Dann habe ich auch aus Polen eine Mascara, in die ich mich wirklich verliebt habe. Das mache ich immer mit meinen Haaren. Die sehen halt schrecklich aus, tut mir leid. Ich hatte keine Lust, die jetzt richtig zu machen. Was ich in Polen entdeckt habe, ist eine Mascara, die so aussieht. Ich weiß jetzt auch nicht, von welcher Firma das sein soll. Entweder ist die Firma Lovely oder das heißt einfach nur Lovely V-Lashes Mascara. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liebe ich das. Einfach. Also diese Bürste. Also ich habe bis jetzt wirklich. Ich weiß es nicht, ob es an der Mascara, an dem Mascara-Zeug liegt oder an der Bürste. Ich liebe das einfach. Also ich habe bis jetzt noch keine so gute Mascara gehabt. Das muss ich wirklich sagen. Ich hasse das ja eigentlich, wenn meine Wimpern zusammenkleben. Also vor allem so stark zusammenkleben, dass man dann nur noch 5 Wimpern hat. Und dafür, ich liebe diese Mascara. Falls ihr irgendwie auch so eine ähnliche Mascara hier in Deutschland habt, die auch noch zu einem guten Preis, dann wäre es total nett von euch, wenn ihr mir irgendwie Bescheid sagen könntet oder ähnliches. Also, weil die ist auch bald leer und die ist, naja, die ist ziemlich trocken mittlerweile schon. So, dann habe ich noch eine andere Mascara, die ich geschenkt bekommen habe. Von Benefit, der Real. Sieht so aus. Ich habe erstmal, war ich ein bisschen schockiert wegen der Bürste. Weil ich habe bis jetzt nicht so gute Erfahrungen mit solchen Bürsten. Aber ich mache das mittlerweile so, dass ich erstmal die eine Mascara, also mache ich eine Schicht und dann die zweite Schicht damit. Und damit werden die Wimpern, okay, ich muss zugeben, die verkleben an manchen Tagen echt stark. Das kommt aber auch drauf an, manchmal auch gar nicht. Was ich daran liebe, ist einfach, dass die Wimpern dadurch schwarz werden. Ich finde das einfach nur genial. So, dann, wie konnte es auch anders kommen? Heißt das so? Ne, es hätte auch gar nicht anders kommen können. Habe ich mir natürlich den Maybelline, einfach nur Maybelline. Okay, Babylips einfach geholt. Cherry Me heißt das, glaube ich. Ne? Ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Ja, Cherry Me. Ist eben so ein Pflegelippenstift mäßig. Sieht sehr rot aus, auf den Lippen aber gar nicht. Also, falls ihr jetzt noch nicht so viel gesehen habt davon oder das gar nicht kennt. Als Swatch ist ungefähr so. Also ist wirklich ganz leicht. Und das ist perfekt. Das riecht auch total gut. Also es ist dieser künstliche Erdbeergeruch. Erdbeer.
Kirschgeruch, das erinnert mich immer an diese Wasser, die Billigwassereisdinger, die auch so nach Kirsche gerochen haben. Ich finde es einfach, riecht einfach nur Bombe. Nein, aber es riecht wirklich gut. So hat, also wo ich das gekauft habe, im DM 2,45 € gekostet. Und ich habe mich nochmal schlau gemacht und ich finde das einfach genial, wie viele Babylips es einfach in Amerika gibt und hier nicht. Und die sind so ewig teuer, wenn man die bei eBay kaufen möchte. Schrecklich. Jetzt kommen wir endlich. Nein, noch nicht. Jetzt kommen wir erstmal zum vorletzten Produkt. Das ist mein Tangle Teaser. Den benutze ich so ziemlich jeden Tag. So gehört das, sorry. 15 € bei DM. Ne? Ich denke, man kennt eh jetzt mittlerweile auch schon jeder. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich den jetzt einschätzen soll. Einerseits finde ich liebe es, wie einfach der einfach durch die Haare geht. Einfach so, ha, okay, man sollte unten anfangen, bla. Also selbst wenn man einfach wirklich so durchgeht, man spürt es nicht. Und es massiert auch dann durch die Plastikbürste, massiert es auch so schön die Kopfhaut. Und danach fühlen sich die Haare viel weicher an als mit irgendeiner anderen Bürste. Mein Problem ist bloß, ich kann mit dem Tangle Teaser sehr selten meine Ansätze. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass meine Ansätze durch den einfach viel schneller fetten als mit einer anderen Bürste. Also gerade, ich denke mal, dass es auch in den Plastikborsten liegt, dass sich da eben der ganze Dreck und die ganzen also Haarspray-Zeug und was weiß ich, ne? Und allgemein schon das Fett von der Kopfhaut und alles. Er setzt sich daran ja fest und dann kämme ich das halt rein und natürlich fährt er dann schneller. Ich wasche den ja auch eigentlich relativ oft, wenn ich Lust habe. Ich versuche den jeden Tag zu waschen. Einfach mit warmem Wasser so ein bisschen. Ja, für 15 €, ich weiß es auch gar nicht, ob es sich jetzt wirklich gelohnt hat oder nicht. Ich kann das so schlecht einschätzen. Aber ich meine, eine Bürste hat man einfach viel länger so. Und ich meine, es kann schon kaputt gehen. Also die ist so stabil und robust. Nicht, die ist nicht robust. Ich rede in Müll. Sie ist stabil. Und ich nehme die auch meistens mit zur Schule, weil jetzt gerade im Winter, durch diese ganzen Winterjacken und Schals, ich hasse das einfach, wenn die dann so eklig werden. Dann bin ich die ganze Zeit einfach nur am Kämmen. Und es macht einfach auch so Spaß, damit zu kämmen. Ja, macht's wirklich. So, jetzt kommen wir aber zum letzten Produkt. Das ist von Christina Aguilera By Night. Es ist ein super Parfum. Wer auf leicht süßliche Düfte steht, ist bei Christina Aguilera echt an der richtigen Stelle. Also es ist nicht direkt süß. Also man kann ja Düfte sowieso sehr schlecht beschreiben. Aber wenn ihr mal beim DM seid oder Rossmann oder so und ihr seht das, ihr könnt ja einfach mal dran schnuppern. Ich glaube, dieses Flakon mit 30 Millilitern Inhalt kostet um die 18 €. 15, 18 € rum. Ja, müsste es jedenfalls. Und ich liebe das. Es riecht einfach perfekt. Und ich benutze nicht ganz jeden Tag, aber wirklich ziemlich oft, weil es einfach so gut riecht. Also die gehen bei mir meistens sehr schnell weg. So, ich hoffe, ich habe euch irgendwas Neues gezeigt oder irgendwie ein bisschen zu irgendwas inspiriert, was Neues zu kaufen. Falls ihr auf der Suche wart, auf der Suche wart nach neuen Produkten, obwohl ich ja die meisten selber nachgekauft habe. Also nicht die meisten, aber viele. Ja, ich kann euch die Produkte wirklich nur ans Herz legen. Falls ihr mal Lust habt, die auszuprobieren, wenn ihr die eh nicht schon habt, dann solltet ihr es wirklich mal machen, wenn ihr jetzt nicht sagt, okay, wenn ihr es nicht braucht, dann natürlich nicht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß und so und bis zum nächsten Video, hoffe ich doch. Und stay tuned.